Herzlich willkommen zu Wie ist das Game? Ich weiß es gerade nicht, aber nein, es heißt Willkommen zu Rise of the Turbot Ada. Ja, es ist hier über hier um. Ich spiele auch. Auch Jubiläum. Das habe ich bekommen. Zu 10 Jahren PlayStation Plus Mitglied. Gab es 3 Games. Aber das ist 2K20. Ne? NBA 2K20. Dieses Spiel. Und ja, mäßig interaktives Game. Wo wirklich Darsteller, wirklich Schauspieler zu sehen sind, die man dann irgendwie so steuern kann, ne? Und dann entscheidet, was passiert. Ganz gut. Ganz cool. Wir starten. Wollen wir mal. Gucken, was passiert. Und was machen wir? Abenteuer. Erfahren, aber überlebend. Hier gibt's nur. Fangen wir, oder wir können auch unten anfangen und gucken, was da steht. Da steht extrem Überlebende. Extrem Überleben, die ultimative Herausforderung im Kampf ist. Zielhilfe deaktiviert, Gesundheitsregler ist deaktiviert, Feinde haben mehr Gesundheit und Schaden. Feinde haben geschärfte Sinne, es gibt mehr schwere Feinde. Gibt weniger Ressourcen und Upgrades sind teurer. Das Spiel speichert nur im Lagerplätzen. Überleben, denn Lebende stellen sich die überlebende Fähigkeit auf Probe. Kämpfe ist Ziel, der gewählt Gesundheitsring ist deaktiviert. Haben Gesundheit und Schäden. Fahne haben geschärfte Sinne, es gibt mehr schwere Schweine, es gibt weniger Ressourcen und Upgrades sind teurer. Teuer. Heraus vor einer Räuber. Aus vorne kämpfen. Kampf ist zielgerichtet. Regel ist nur außerhalb der Kämpfe verfügbar. Feinde haben mehr Gesundheit und Schäden. Feinde haben Geschäfte sind. Schwierigkeitsgrad. Ausbalancierte. Kampf im Kampf ist Zielhilfe gewährt. Feinde haben normale Gesundheits- und Schadenswerte. Damit würde ich anfangen. Abenteuer. Und da würde ich auch, glaube ich, durchgehen, weil meistens, wenn sich dann doch zu schwer ist, dann komme ich nie durch. Habe ich das dafür. Konzentrieren. Abenteuer konzentrieren sich auf das Laras Abenteuer. Kämpft. Wir sind leichter. Im Kampf ist sie. Im Kampf ist Zielhilfe aktiviert und Feinde haben weniger Gesundheit und Schaden. Ja, das machen wir so. Was lässt jemanden die Grenzen der menschlichen Erfahrung überschreiten? Sich dem Unbekannten stellen. Als Kinder stellen wir die Welt um uns in Frage. Wir lernen, wir akzeptieren. Und dabei verlieren wir die Fähigkeit zu staunen. Aber einige nicht. Die Forscher, die Wahrheitssuchenden. Es sind diese Pioniere, welche die Zukunft der Menschheit formen. Die anderen! Sie hören auf! Kein Geld der Welt wird sie durch diese Berge kriegen. Die verlorene Stadt ist irgendwo da oben. Wird eine höllische Kletterpartie. Ich werde nicht umkehren. Ich weiß. Du solltest hierbleiben, bei ihm. Keine Chance. Lass uns das Abenteuer beginnen.
bist fast da. Warte, bis du das siehst, Lara. Nimm meine Hand. Danke. Sieh dir das an. Fantastisch. Aber der Schnee, der von den Spitzen kommt, sieht nicht gut aus. Der Weg führt den Berg auf. Von hinten aus werden wir einen guten Blick auf das Tal haben. Der Gipfel. Okay, lass uns vorsichtig sein. Dieser Wind ist Wahnsinn. Wir müssen einfach weiter. Da wird es warm. Hey, selbst wenn wir hier nichts finden, der Dad wäre stolz auf dich. Ich weiß, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Schon, dass wir nicht übel abstürzen. Weil das ist ganz schön steil, der Weg. Alles okay? Ich hab den Halt verloren. Geht schon. Okay, erklär mal, was da drin war. Hier? Da kann ich gar nicht hoch. Also, hier hoch? Okay. Ja, da musst du wieder hoch. Irgendwie. Muss ich da rum? Darüber. Das war knapp. Ich muss rüberspringen. Okay, jetzt nimm meine Hand. Oh mein Gott. Warum ging das jetzt gerade nicht? Ich habe mich gerade ein bisschen irritiert. Spring mal neben meiner Hand. Die sind nicht so einfach, wie mir das hört. Okay. Komisch. Ja. Das ist einfach zu gehen, aber... Das läuft gut nicht so. Shit, Lara. Du verpasst mir noch einen Herzinfarkt. Bist du okay? Ja. Los, komm. Da müssen wir wohl durch. Schlecht. Hier können wir bleiben, falls das Wetter umschlägt. Glaubst du echt, wir finden die verlorene Stadt? Ich weiß, wie die Chancen stehen. Aber laut dem alten Fährtenleser gibt's Ruinen in diesen Bergen. Wenn ich eine verlorene Stadt verstecken wollte, würde ich mir auch so einen gottverlassenen Ort aussuchen. Trinity uns nicht zuvor gekommen. Der Sturm kommt näher. Wir haben höchstens ein paar Stunden. Das sollte uns reichen. Wir sind fast am Gipfel.
Was meinst du? Wir sind nah an etwas dran. Ich kann es fühlen. Noch das letzte Stück bis nach oben. Alles klar. Mal sehen, was da oben ist. Scheint recht stabil zu sein. Aber bleib nah an der Wand. Okay. Von hier müssen wir klettern. Pass auf das Eis auf, es runterfällt. Okay, bereit? Legen wir los. Wow, hier ist jede Menge lockeres Eis. Gehen wir es langsam und ruhig an. Bleib an mir dran. Achtung! Oh, Scheiße! Das war knapp! Oh Mann, warum macht er das nicht?
Ich verstehe das nicht. Warum macht das denn nicht? Warum hast du einfach aufgehört? Hä? Das ist gerade, was mich gerade richtig aggressiv nervt. Okay. Bis da kann ich gar nicht weiterspielen, weil das Spiel noch nicht ganz zerrt ist drum. Das ist ein kurzer Teil nur, was ich euch zeigen konnte. Der Berggipfel. Das nächste Mal kann ich euch zeigen, wenn es ganz installiert ist. Und dann kann ich euch dann weiterspielen. Also dann wird Teil 2 von auf zum Berggipfel. Das war's erstmal von mir. Ich hoffe, es hat erstmal so alles gefallen und ihr habt schon mal reingeschaut. Jetzt mal. Ciao, euer Adebus. Game.